Bounty, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von City Skylines. Holt Popcorn, Coca-Cola, Chips, Hamburger und hast du nicht gesehen oder am besten eher was Gesünderes. So, macht es euch bequem. Sitting back, relax and enjoy. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir diesen Kanal gebaut. Nicht den ganzen Kanal, ich habe den jetzt zu Ende gebaut. Und zwar geht er jetzt hier so rum, rundherum. Ich mach mal Tag, damit man das ein bisschen besser sieht. Nein, du kannst da mal weg. Dieser Kanal hat extrem viele Einwohner gekostet, weil hier auch die großen Gebäude waren. Ich musste ab und an mal zwischendrin so einen Plaza hinstellen, weil ansonsten das Ganze hier nicht gepasst hat. No way, no way, no way, no way. Warte. Nein, ich will... Ach, geil, die Leiter von... Was war das? Volvo Fire Truck. Episch. Sieht schon episch aus, Alter. Ja. Ach komm, kann ich ja eigentlich weiterlaufen lassen. Ja. Müllverbrennung habe ich jetzt mal auf die Seite gestellt. Die bleibt nicht hier. Ich muss da irgendwie eine Lösung finden. Falls ihr eine Lösung habt, in die Kommentare damit. Und ich habe den Zug connected. Hoppla, da habe ich was im Hals. Moment. So. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Mit dem Messer geht das besser. So. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier eine Abzweigung genommen. Für Passagierzüge. Und das Ding ist einfach, man kommt von hier, kommt man relativ gut hier rein. Man kommt von der Seite gut rein. Und man kommt von dem Industriebahnhof, kommt man auch relativ gut rein. Was man jetzt noch nicht kann, ist von dieser Strecke darüber. Ah, Moment mal. Ich glaube, das kann ich gleich noch fixen. Und zwar so. Und dann passt das nämlich. Das habe ich dann an dem Kanal entlang gezogen, diese Schiene. Und hier wird sie dann erhöht über diese Straße gehen. Und da nach hinten, wo Downtown entsteht. Ich habe den Brooklyn-Theme-Mod reingemacht. Alle Gebäude geaddet und dann gingen erstmal die Skylines nicht mehr. Und ich habe schon ein bisschen vorgebaut, um das Ganze mal zu präsentieren. Liebe Freunde, es wird so episch. Ab hier, ab dieser Straße hier, ab dieser Querstraße hier, zu Schreibmaschinia, entsteht Brooklyn, ja, also nicht das echte Brooklyn, sondern einfach mal so ein Testgebiet. Und ihr seht das schon, ich habe da schon ein paar Hochhäuser wieder reingemacht, zwei. Zu den Gebäuden her, ich finde sie ganz passend, zu so Downtown und hast du nicht gesehen. Hier dazwischen müsste man dann irgendwelche Wege ziehen oder gucken, dass man da noch weitere Gebäude reinbekommt. Aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich immer die gleichen Gebäude. So ein bisschen kennt man ja aus CIA, aus CIA-Folgen, ne? Miami, New York, CSI New York, hast du nicht gesehen, da sind ja die Gebäude auch so. Vor allem das Gebäude oder sowas hier, finde ich schon nice. Ja, und dann habe ich hier diesen Platz für diesen Wolkenkratzer gebaut. Das ist das One Chase Manhattan Plaza. Wir wollten ja eigentlich erstmal Manhattan reinbauen. Aber ich habe im Steam Workshop keine Manhattan-Gebäude mehr gefunden zu dem Manhattan-Theme. Theme-Building-Mod. Deswegen machen wir hier Brooklyn einfach rein. Und das da hinten ist der Blue Rise Plaza. Der sieht in der Nacht extrem geil aus. Das kann ich euch mal demonstrieren. Ja, sieht ganz schick aus. Ich habe hier einen großen Parkplatz gebaut. Und hier habe ich mal mit Palmen irgendwas gemacht. So ein bisschen so ein Park. So passend zu der Hauptstraße. Die sie übrigens, wie man hier sehen kann, durch die ganze Stadt durchgräbt sozusagen. Die bahnt sich ihren Weg durch die ganze Stadt durch. Es ist eine lange Straße. Hier ist wieder die Feuerwehr. Und gleich wird sie zum nächsten Einsatz gerufen. Also hier
mit dem ganzen Kanal. Vielleicht werden wir auch das ganze Gebiet innerhalb des Kanals hier neu benennen. Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht bleibt das einfach Klein Mondarian. Und hier, ich habe so Freude an dem. Das sind Custom-Büsche. Die könnt ihr auch abonnieren im Steam Workshop. Da habt ihr dann auch andere Büsche, wie zum Beispiel hier. Wir haben Winter Trees. Ich habe jetzt auch noch einen Winter-Mod geholt, um mit einem Terraforming-Mod irgendwie Winter zu machen. Oder keine Ahnung, wie das genau funzt. Aber auf jeden Fall können wir dann auch noch ein Winter-Skigebiet machen. Mit einer Seilbahn, die ich ja auch schon euch gezeigt habe. Ein Mast davon. Ja. Hier so ein bisschen Palmen passt hier zum bisschen luxusmäßigem. Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist. Eigentlich Plaza. Ich weiß nicht, vielleicht, ob das ein Hotel ist, das Plaza, oder ein Office-Gebäude. Ich kenne das nicht in Real Life. Und hier, was es in Downtown-Städten gibt, ist einfach mal so eine erhöhte Straße, die über alles drüber geht, als Abkürzung oder als Supportstraße. Die habe ich jetzt da einfach über den Parkplatz gehauen. Hier am Gebäude entlang, das Gebäude geht so ein bisschen rein. Und da muss ich erstmal lachen, hier ist so ein Baum, der da in die Straße reinragt. Ist aber nicht weiter schlimm. Und hier geht es dann schon wieder am anderen Gebäude vorbei. Und die Straße zieht sich hier quasi zwischen diesen beiden Gebäuden durch. Hier geht es wieder in diese Hauptstraße. Und hier weiß ich noch nicht, ob sie dann hier hinten am See entlang geht oder da hinten auch gleich wieder runter geht. Das soll ja eigentlich mehr so ein bisschen zu der Ambiance dazu beitragen, dass es hier einfach ein bisschen epischer aussieht, ein bisschen mehr nach Downtown. Oh, habe ich einen gelabert und jetzt hoffen wir, dass wir mal einen bauen. So, und wenn wir einen bauen, dann müssen wir erst schauen, ob wir da ein Häuschen klauen. Ich habe super Laune heute, ist wunderschön. Warum baut hier keiner? Gibt's da keine kleineren Gebäude? Aus dem Brooklyn, oder haben die jetzt einfach keinen Bock hier zu bauen? Ich weiß es nicht. Time will tell us. Die Zeit will es uns sagen. So. Dann wird das hier der Anfang von der Downtown, von dem Hauptdingens. Hier habe ich übrigens noch den Skylift. Anfang hier den Skylift End. Für ein Skigebiet dann. Alter, das sieht doch einfach episch aus. Wenn ihr denkt, das haben wir eben in einem Schneegebiet. Mit dem Masten dazwischen. Ich weiß aber nicht, wie das genau funktioniert. Ob ich da jetzt ein Seil dazwischen spannen muss. Aber es ist als Fortbewegungsmittel, weil hier Besucher letzte Woche. Also ich glaube, das war das da. Ja, gerne. Die Mods sind übrigens weiterhin in der Beschreibung. Falls ihr dennoch Fragen habt, in die Kommentare damit. Ja. So. Und zwar hätte ich ganz gerne hier auch so einen Bahnhof, der ein bisschen erhöht ist. Den müsste man dann von da hinten holen. Und ich habe mir überlegt, wir ziehen hier dann so eine Schiene hier an der Straße entlang. Und dann bauen wir sehr wahrscheinlich den Bahnhof hier an diese große, lange Hauptstraße. Und gehen dann mit der Schiene über diese Straße rüber, hier in diese Schiene rein. Denke ich mir mal, damit wir auch diesen Bahnhof endlich mal connected haben. Das Problem ist jetzt nur, ich möchte die ganzen Züge, die von außen kommen, nicht unbedingt in meinem Netz drin haben. Am Hauptbahnhof dann in der Stadt, wo wir dann einen riesen Bahnhof bauen werden. Da können wir dann das äußere Verkehrsnetz anbinden, damit wir einfach mehr Leute in die Stadt bringen. Aber dass jetzt noch die Züge, die Innenstadtzüge blockieren, auf das habe ich ganz ehrlich keinen Bock. So. Boah, habe ich wieder viel gelabert, ey. Leck mir am Arsch. Heute läuft es und läuft es und läuft es und läuft es. Ich kann gar nicht mehr aufhören. So. Simon, halt dein Maul. Was war das denn? Ach, das war das Einkaufsdingen. Passt nicht. Weg. Ach, den habe ich ja benutzt. Auf der anderen Seite. Passt der rein? Der passt da nicht rein. Alter. Train Depot. Was haben wir hier? Row of Bushes. 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 Keine Ahnung. My English is not very good. But I learned it from a book. So.
Mini-Parking. Oh. Ernsthaft? Das sieht das schäbig aus. Juno, Juno, Juno. Ja, herzlich willkommen zum Parkbauen. Parkbausimulator. Stackable Parking Lot. Und dann nehme ich meine berühmten Concretes wieder. Und zweite ich da ganz gerne ein 4x5. Na, 8x8 geht auch noch. Pam. Und schon sieht es richtig nice aus. Hier mit so einem kleinen Park. Alter, wie geil. Hier mit der Treppe. Episch. Liebe Freunde. Auch hier, Alter. Jetzt umzingelt von den Gebäuden hier mit der erhöhten Straße. Mit diesem Wolkenkratzer, wo ich jetzt leider nicht nach oben schauen kann. Weißt du, so... Ich kann nach unten, aber nach oben... Ich kann es von hier oben angucken. Alter, auf jeden Fall. So. Dann würde ich sagen, wir holen hier noch mehr Häuser rein. Und zwar muss ich dann diesen ganzen District wieder... bisschen mehr ausbauen. Und zwar hier. Dann können wir da nämlich wieder ein paar Brooklyn-Gebäude reinbauen. Da baut auch schon der erste. Das heißt, die bauen hier gar nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Was ist denn, wenn ich das Ganze hier einfach mit Commercials vollklatsche? Oder gibt es Brooklyn Commercials? Weiß ich gar nicht. Alter, die vielen Leute hier. Ja, eine Buslinie werden wir sicher auch noch durchziehen. Jetzt ist wieder Trash-Probleme. Alter, ich hoffe, die bauen hier noch. Hier. Ansonsten sieht das hier ziemlich lückenhaft aus. Das will ich auch nicht. Wir wollen ja unseren Style endlich mal haben hier für Downtown. Und ich finde Brooklyn auch hier. Stellt euch mal vor, die ganze Stadt so voll, Alter. Sieht wahrscheinlich eher so ein bisschen ekelhaft aus. Auch hier mit den ganzen gleichen Gebäuden. Ich habe übrigens von dem Brooklyn Mod habe ich 58 Gebäude eingefügt. Dass ich erstmal City Skylines nicht mehr starten konnte. Und dann ist mir das Ganze hier zu wenig für 58 Gebäude, Alter. War doch mal was anderes. Ja, zum Beispiel so kleine. Oh. Geil hier auch mit den Fassaden. Hier auch die Details mit den Mülltonnen. Aber hier baut keiner. Ich habe keine Ahnung. Oh, the roof is on fire. Ach, geil, wie das aussieht hier mit der amerikanischen Feuerwehr. Ja, die haben so mal so ein 10-stöckiges Haus einfach mal mit der Leiter gelöscht. Auf jeden Fall. Haben wir denn Wasser überall? Wir haben Wasser überall. Pass mal auf, dann machen wir hier erstmal auch nochmal ein bisschen, hier würde ich dann sagen, machen wir noch normale rein. Denke ich mir. Ich glaube, das sollte ja zum Gebiet noch nicht dazu zählen. Doch, es zählt zum Gebiet. Naja, macht ja nichts. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier diese Straße auch noch bis dahin bekomme. Und zwar bis dahin. Oh, auf jeden Fall. Und natürlich dann hier wieder. So. Hier wird dann auch noch Brooklyn sein. Auf jeden Fall. Alter. Sind jetzt nicht die schönsten Gebäude für eine Downtown. Aber wir werden das Ganze dann noch ausschmücken. Und zwar mit höheren Gebäuden. Wie sieht es denn hier mit der Feuerwehr aus? Da vorne ist gleich eine Feuerwehr. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Wir nehmen wieder Leute ein. Und das war eigentlich mein Ziel, dass wir hier wieder Leute reinbekommen. Jetzt ist dann gleich wieder Industrie gefragt. Aber das kann mich mal ernsthaft gerade mal am Arsch lecken. Industrie. So.
Und zwar hätte ich dann hier ganz gerne. Hier brauche ich mir eigentlich diese Straße. Ich weiß nicht, was ich mit der anfangen soll. Wir nehmen auf jeden Fall wieder Bäume. Oh Mann, ey. Ich will ja eigentlich mit Abstand zu dem Dingens bauen. Also, dass wir quasi noch am See auch noch Häuser hinsetzen können. Ich denke mal, das lässt sich einrichten. Und zwar, indem wir das einfach so entlang machen werden. Dann kann man hier noch so ein paar Häuschen hinbauen. Und die Straße da hat dann auch noch eine Verwendung. Das ist jetzt einmal eins Straße hier. Das ist ja auch nicht gerade das, was wir wollten. Small Four Lane Road. Das wäre schon eher das, was ich hier mir wünsche. Und zwar macht die so eine Kurve. Hier geht es dann Richtung Downtown. Liebe Freunde, ey. Das wird so episch. So. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hier rein und dann. Alter, was ist das denn für eine Straße hier? Oh Mann. Hau weg die Scheiße. Ja, so wollte ich das eigentlich. Das lassen wir noch offen. Das ist die Frage, wo hauen wir das da rein? Weil wir hier eh fast keinen Platz haben. Vielleicht hier so zwischendurch. So. Aber dann hier die Straße haue ich nochmal weg. Die Straße, die können wir eigentlich lassen. Hier könnte ich eigentlich in die Straße reingehen. Wie sieht das denn aus? Nein. So nur auch wieder nicht. Dann werde ich doch mal einfach die hier. Dann geht die da schon runter. Das will ich aber nicht. Auf jeden Fall. So. Und dann von hier aus. Auf jeden Fall. Ich denke mal, das passt so. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes für ein Gebäude da dazwischen knallen können. Irgend so ein episches, was halt reinpasst. Was haben wir denn hier für ein krasses? Meatlife Building. Ist eher sowas Kleineres. Können wir eigentlich auch mal noch reinbauen. Und zwar hätte ich die großen Gebäude wirklich ganz gerne alle an der Hauptstraße entlang. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ach, das ist so ein Gebäude. Da steht sogar was drauf, Alter. Kriege ich denn das noch gedreht irgendwie? Oder eher zur Straße hin. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Freunde. Meatlife oder Meatlife oder keine Ahnung. Ist wahrscheinlich sowas wie Facebook. Ich hab keine Ahnung. Okay. Okay, alles klar. Ja, können wir eigentlich so lassen, oder? Sieht ja eigentlich schon mal ganz geil aus.
lasst mich jetzt mal hier das Ganze noch füllen. Erstmal brauchen wir den District wieder. Hier sind hier so kleinere Straßen. Ach komm, das lassen wir mal noch. Dann hätte ich hier ganz gerne hier am See entlang. Bis hierhin ist Brooklyn. Brooklyn wird das ganze Downtown-Gebiet sein, denke ich mal. Außer jemand von euch hat noch bessere Themengebäude irgendwo auf Lager, dann in die Kommentare damit. Dann machen wir so ein Mischmasch. Downtown-Mischmasch. Das füllt nicht das Ganze aus, Alter. Ich bekomme eine Krise. Ich bekomme eine Krise. Ich glaube, Brooklyn musst du wirklich... Da musst du wirklich an, so Schachbrettmuster bauen. Was wir dann auch hier haben werden, hier unten. Hier unten wird dann alles Schachbrettmuster sein. Hier oben wird das alles noch so ein bisschen reinkommen. Auch was ich von der Straße halten soll, weiß ich auch noch nicht. Aber... Wir hauen trotzdem noch ein paar Gebäude rein. Hier wird das sehr schön aussehen. Hier auch. Hier ist das eher so ein bisschen fragwürdig. Ja. Hier komme ich nicht durch, ne? So. Und dann hier, 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 hier. Hier, da, so, da und überhaupt. Haben wir das ganze Dingens voll. Ich hoffe, hier baut noch jemand. Jetzt ist ganz, ganz groß. Industrie gefragt und die Frage ist jetzt natürlich, wie holen wir die Leute dahin? Jetzt machen wir das nämlich so, dass wir jetzt so oder so wieder ein paar Leute killen werden, indem wir da diese na sag schon diese na, den Bahnhof reinhauen. War ich jetzt lange gesucht nach dem Wort. Und zwar habe ich da so eine Elevated Train Station, die ich da dazwischen knallen möchte. Na. Elevated. Nope. Elevated. Nope. Ich hoffe, ich habe die jetzt da drin, Alter. Bist du eine Elevated Train Station? Du bist nicht eine Elevated Train Station, aber du siehst geil aus, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, reiß das Ding jetzt ab. Ich sagte ja! Reiß das Ding jetzt ab! Eine erhöhte Train Station. Ich hab doch eine erhöhte Train Station gehabt. Oh, ist es die? Nein. Garantiert nicht. It is you know. Da? Auch nicht. Ach, sowieso nicht. Sagen wir nicht, ich hab das vergessen. Wir könnten auch den Sunken Train Tunnel anfangen, aber das, da brauche ich eine ganze Folge für. Das heißt, wir machen jetzt vorübergehend einfach mal eine normale Zugdingens rein. Oder ist das bei U-Bahn? Nein. Ist schon bei Zug drin, aber... It's a little bit too shabby. Oh, hier wäre es ganz geil. Hohohoho.
Obwohl ich das schon ganz gerne an der Hauptstraße hätte. Hätte Fahrerkette. Weißt du was, wir bauen erstmal hier im Bahnhof, bis ich das ganze Zeug habe. Bevor wir hier noch was kaputt machen. So. Und zwar, ja, komm, hau weg. Die ganzen Konketts da. Jetzt wissen wir mal, wie aufwendig das Ganze ist, hier rein zu platzieren. So. So habe ich da alle in einzelnen Schritten, habe ich die hingeknallt. Ich guck mal gerade, wie lange das noch dauert. Ah, wir haben noch. Wir haben noch, wir haben noch, wir haben noch. Wir haben doch, wir haben noch. So. Jetzt. Jetzt brauche ich hier mal kurz den Bahnhof, den wir hier reinbauen möchten. Und ich denke mal, someone off. Off. These are feeds the theme, though. So hätte ich den gerne gedreht. Geht das nicht? Okay. So hätte ich da ganz gerne eine Straße mit Bäumen. Und zwar etwa hier. Einfach mal so temporär. Oh. Okay. Pass mal auf, von der Größe her passt das ja. Diese kann ich dann einfach ganz einfach wieder hinzufügen. Das sollte nicht das Problem darstellen. Wir könnten hier hinten sogar erstmal einen Weg ziehen. Und zwar bis hierhin. Da habe ich dann wieder die Konketts rein oder Kroketten oder... Wisst ihr Bescheid. It's not too shabby. Vielleicht, dass der Eingang genau hier bei diesem Übergang ist von... Ey, pop it down. No way. No way. You kidding me? Guckt euch das mal an. Man hat hier den Fluss. Hier kann man rüber direkt in den Bahnhof rein. Und man sieht vom Bahnhofsteg aus auch diesen Kanal. Hier hat man diese kleine, die kleinere Hauptstraße. Was ist denn da hinten los? Ja, der Verkehr hier leckt mich am Arsch. So. Dann müssen wir das Ganze jetzt nur noch connecten hier. Connecten, Konacke. Kanacke. So. Und zwar so rum hätte ich das dann ganz gerne. So, und jetzt kommen die Konketts wieder zum Einsatz. Die habe ich hier, 8x8. Und zwar muss ich mich dann so hindrehen. Und zwar so, dass wir da gleich mal anbinden. So. Hier, das passt ja mit dem Weg. Das passt hier auch. Hier passt so oder so. Was man hier vielleicht noch machen könnte, ist, dass der Weg nicht so auffällt. Auch hier, zack, ist das Ganze jetzt zugekleistert. Man könnte... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Something of Inspiration. Wir haben hier jetzt Parkplätze. Die könnte man jetzt ja auch ausweiten. Also ausweiten, natürlich noch vergrößern. Entschuldigung, mein Gott, Parkplatz ist halt ein dehnbarer Begriff. So wie Muschi. Was hat der gesagt?
Ich habe gar nichts gesagt, vergesst es einfach. Und zwar das da, Feeds the Theme, Alter. Oh, na komm schon, kriege ich den nicht gedreht? Warum kriege ich diese Sachen nicht gedreht, Alter? Man könnte jetzt natürlich auch da... Wie sieht denn das aus? Oh, no way, Alter. Und dann hier so die Schiene durch. Vielleicht hier auch mal über eine Straße drüber. Aber wir lassen diese Schiene erstmal hier für ein Dead End. Also das heißt, dass quasi der Zug bis hier hinkommt, aber nicht weiter. Und jetzt könnte man hier auch nochmal... Gucken. Aber auch nicht einen schlucken. Ich bin so witzig heute. Ne, merkt man. So. Alter, zieht euch mal das Ganze rein hier, Alter. Schön. So, vielleicht bekommen wir hier auch noch ein paar Parkplätze dazwischen geknallt. Und dann adden wir eine Linie, gucken nochmal zu, wie die Züge fahren. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Aufnahme. Something of inspiration here? Or on this side? Oh, wait. Ach, das ist so für einen Fluss. Weißt du? Das ist nichts für hier. Nichts für dich. Hier könnte man jetzt auch sogar so einen großen Busbahnhof reinknallen. Wie sieht's in Brooklyn aus? Ich glaube, die hier bauen einfach keine mehr, weil die halt einfach momentan die Schnauze voll haben. Weil momentan einfach zu viele Leute drin sind, zu wenig Arbeit hier ist. Aber es sieht halt einfach noch nicht so voll aus wie hier. Da müsste ich gucken, dass ich hier vielleicht den Gebäude... Oh, Midlife hat zu viel Kriminalität. Police Department. Was passt doch hier rein? Gleich mal hier. Oder? No way! Alter, wie geil. Boah, was ist denn hier hinten, Alter? Das ist das Gefängnis. Alter, guckt euch mal die Straße an. Fahren hier auch schon Autos? Weiß ich gar nicht. Oh, einer mit dem Fahrrad. Ist ja episch. Geile Scheiß auf jeden Fall. Naja, wir können ja gucken, dass hier oben auch mal noch ein Linienbus durchfährt. Das sieht bestimmt auch voll geil aus. Aber jetzt zurück zu diesem. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, Freunde. Es ist schon bald wieder zu Ende. Train Depot will ich nicht. Ich hätte eigentlich ganz gerne nochmal so einen gehabt. Aber auf der Seite, ganz ehrlich. Was ich machen könnte, wäre jetzt hier eine Straße rein. Nur temporär. Machen wir uns das Ganze hier so ein bisschen leichter. Also, ich kann den 2 auf die Seite rübernehmen. Das heißt, hier müsste es eigentlich sein. Ja. Und dann hier. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den... Habe ich jetzt hier was kaputt gemacht? Nö, ne? Alter, geile Scheiß auf jeden Fall. So. Nein, nicht den Bahnhof. Auf gar keinen Fall. Die Straße ganz gerne. Ich höre schon wieder die Möwen, Alter. Immer diese Möwen. Alter Schwede. Auf jeden Fall kriegen wir hier auch noch so einen rein. Hm.
und dann die Straße wieder weg. Auf jeden Fall, Freunde, auf jeden Fall, was hier noch geschieht, weiß ich noch nicht. Vielleicht ziehen wir auch die Straße dann hier entlang, mal gucken. Aber hier kommen die Leute und parken. Hier gehen die Leute in den Bahnhof rein. Was heißt denn hier nicht connected, Alter? Nein, will ich nicht abreißen. Oh, let us some train lines coming through this, you know. Und zwar hätte ich da ganz gerne hier hin. Oder wir nehmen einfach den grünen Zug. Und ziehen den hier rein. Dass der quasi jetzt nicht mehr nur hier hält, sondern auch... Na, auch diese Linie fährt. Und dann könnten wir vielleicht sogar ein anderes Modell oder... Alter, warte. Schon normale Geschwindigkeit, mein Freund. Ich bin nicht mehr der der Jüngste hier. Ich bin alter Opi hier. So, lass mal rausregnen hier. Auch gerade hier mit den... Episch. So, Modify Line. Das ist die rote Linie. Wir haben 2 L-Train. Alter, habe ich viele Züge. L-Train. Remove Vehicle. Oh. Hoppala. Okay. Dann fährt jetzt wohl nur noch einer. Ich wollte eigentlich noch was anderes. Den V10-Train, der passt hier einfach nicht hin. Tischer V-Train, Drossos Train. Capacity 119. Add Vehicle. Nochmal ein E-Train und einmal den Drossos. Einmal mal, um zu gucken, wie der aussieht. Mal gucken, wo der spawnt. Ich dachte, das wäre eine richtige Lok, Alter. Oh, American Fire Engine. Nice, Alter. Das sieht so episch aus. Oh, und guck mal, die kreuzen sich jetzt. Die Passagierzüge, die gehen jetzt da oben lang. Hier kommt wieder so ein... sag schon. Ne? Feuerwehrauto. Hier, hallo, hier brennt's. Willst du mich verarschen? Hier, das ist doch die Feuerstation. Alter, hier ist auch schon wieder Stau wie am Arsch. Und ne, hier, guck mal. Ach, jetzt ist die Feuerwehr da. Auf jeden Fall. Hier muss ich eine neue Idee haben. Das geht so nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt erstmal... Vielleicht eine Doppelroad ziehe. Erstmal. Aber mal, um das so ein bisschen rauszuhauen. Oh, guck mal. Ach, das ist der Panoramazug der Schweiz. Nö, Remove Vehicle, finde ich nicht schön. Ich guck mal die Züge durch und werde euch dann das Ganze... Ja, so kann man auch drehen. Werde euch dann das Ganze noch zeigen in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Aufnahmefolge. Was ich mir da vorstelle von den Zügen her, welche das ich schlussendlich genommen habe. Ja. Alter. Wenn ihr euch das Ganze hier mal anguckt... Hier noch diese Kackstifte in der Luft. Passt. Aber auch hier, Freunde. Episch. Hier mit der Straße. Hier muss ein Bus entlang. Sonst hat das keinen Sinn. Hier mit dem Parking Lot. Hier mit dem... Och, hier der SWAT-Van. Guck.
Warte mal. SWAT. Hier ist auch ein SWAT. So episch. So episch, Freunde. Ah, da fährt ein Auto entlang. You just kidding me. Unten durch fährt die Polizei. Alter, was ist denn das für hässliche Wassertower oben drauf? LOL. You just kidding me? Haben wir keine Wasser mehr? Wasserverfügbarkeit, ja, es geht. Ich muss gucken, was ich hier dazwischen knalle. Das ist ein ewiges Hin- und Hergerupfe. Aber sind schon mal ein bisschen höhere Gebäude als hier. Vielleicht finde ich noch mal ein bisschen schönere Gebäude für das nächste Mal. Hier brennt es auch schon wieder. Die Feuerwehr im Dauerstress. Auf jeden Fall. Und hier der Bahnhof. Sieht schon episch aus, auch hier mit dem ganzen Fluss. Auch, dass sich hier was spiegelt. Hier. Ach, wie geil. So, wo kommt denn der Zug? Kommt er mal noch? Ich könnte hier stundenlang sitzen und zugucken. Aber wir haben jetzt natürlich nur zwei Züge, ne? El Treno. Ach, hier geil, der Schildtanker, wie er da über die Brücke geht. So episch. Habe ich überhaupt noch Züge auf der Linie? Naja, so. Ich muss langsam hier mal Schluss machen, aber mein Zug kommt nicht. Doch, mein Zug kommt. Mein Zug kommt. Geil. Und hier, guck mal, die Züge hier, die fahren hier im Sekundentakt raus. Hier dieser Zug, der hier steht. Und jetzt geht's dann gleich nach Brooklyn. Oder beziehungsweise noch nach Kleinmundarien, keine Ahnung. Hier kommt der andere Güterzug. So, fahr mal los, Kollege. Wie viele Leute hat der eigentlich? 4 nur. 160 ist Kapazität. So, wir folgen dem Typen mal. Wir können uns ja noch selber so ein bisschen drehen. Jetzt geht er durch die Schlaufe. Und jetzt kommt er hier raus. Alter Schwede. Und wir sind hier. Schnappen unser Auto und fahren durch die Downtown. Zieht euch das Ganze hier mal rein. Stellt euch mal vor, ihr wandert hier über diese Brücke und dann hier entlang. Hier entlang. Am Gleis. Springt drauf, der Zug kommt und euer Leben ist vorbei. Nein, Quatsch. Diese Folge ist jetzt vorbei, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr geilen Friemel. Haut rein. God bless you. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Take care of you.